Jo, und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge meiner Faktorium-Schule. Und ja, diesmal um was auch sehr Essentielles in dem Spiel, die Wissenschaft, weil ohne die kommt man nicht zum Ziel des Spiels, die Rakete zu starten. Momentan in der 0:15 halt, kriegt man da dann auch noch Wissenschaftspakete, wenn man die Rakete startet. Aber von Anfang an das Ganze mal hier. Zwar gibt es momentan ab der 0:15 3, 6, 7 Wissenschaftspakete. Gab ja zu 0:14 ein paar Veränderungen, deswegen hier nochmal die Aufschlüsselung. Einmal die roten, die grünen, die blauen. Da kriegt man für jeweils ein Wissenschaftspaket, benötigt man hier für die roten zum Beispiel ganz simpel eine Kupferplatte und ein Zahnrad. Ist mit das Simpelste, was man am Anfang machen kann, braucht man auch für die ersten Erfindungen, die man erforschen kann, braucht man das. Was auch noch relativ einfach ist, sind die grünen Schaltkreise. Da braucht man die langsamen Knickarme oder Greifarme, wie sie heißen, und die langsamen Fließbänder. Auch jeweils eins, dann kriegt man eins von den grünen raus. So, bei den blauen wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Denn hier braucht man dann schon die Ölverarbeitung, weil man für die roten Schaltkreise ja Plastik braucht. So, und um ein blaues Wissenschaftspaket oder Fläschchen, wie ich so schön sage, rauszubekommen, braucht man einen von den roten Schaltkreisen, einen von den Motoreneinheiten und einen elektrischen Förderer. So. Und dann kommen quasi die neuen ab der 0:15. Das ist einmal das Militärwissenschaftspaket. Wie der Name schon sagt, braucht man da Militär. Braucht man nicht unbedingt Ölverarbeitung dazu. Deswegen kann das auch sein, dass man das vorher baut, bevor man das Blaue überhaupt baut. Und zwar braucht man da die panzerbrechende Munition, eine Granate und einen Geschützturm. Aber hier ist es so, man bekommt dann zwei Militärpakete raus und braucht jeweils hier nur eine Einheit dafür. Ja, entspannt, ne? So, dann die Produktionswissenschaftspakete. Da ist es so, dass man da auch die Ölproduktion dafür braucht, weil hier hat man die Elektromotoreneinheiten, für die man hier Schmiermittel braucht. So, dann Montagehallen 1. Und hier braucht man ja auch dann wieder Ölindustrie für die Lichtbogenöfen. Aber jeweils eine Einheit und man bekommt wieder zwei von den Produktionsflächen Wissenschaftspaketen raus. So, dann kommen wir zu den Hightech-Wissenschaftspaketen oder Flächen. Da kriegt man auch zwei raus, wenn man eine Batterie, drei lilane Schaltkreise oder Prozessoreinheiten, dann ein Geschwindigkeitsmodul und 30 Kupferkabel. Und dann kriegt man zwei Hightech-Wissenschaftspakete raus. Also das ist mit das Kniffligste, da macht man meistens erstmal alle anderen vorher, bevor man die überhaupt in Angriff nimmt. So, und dann kommen wir zum gewissen Highlight, würde ich jetzt mal sagen, und zwar den Weltraumforschungspaketen. Die kriegt man nur, wenn man eine Rakete startet. Dann kriegt man jeweils 1000 Stück, die man dann verwenden kann für die Forschung. So, und da man jetzt natürlich hier 3, 6, 7 Einheiten hat, muss man sich Gedanken machen, wie man das Forschungslabor, Cluster, Feld, Fabrik aufbaut überhaupt. Ja, und da ist sozusagen erstmal das bekannteste der Kreise, sage ich jetzt mal. Wie man sieht, kreiselt das hier drumherum. Und ich kann hier auch mal den Strom einfach mal anmachen. Dass man sieht, wie das gemeint ist. So. Wie man jetzt sieht. Tada, wie man jetzt sieht. Warte, ich stelle mich dazwischen. Wird das hier irgendwann volllaufen? Auf der einen Seite hat man hier die ja, relativ einfachen Produktionseinheiten, Forschungsflächen, Pakete und auf der anderen die etwas komplizierteren. Und hier wäre sogar noch Platz auf dem Fließband für ein achtes Wissenschaftspaket. Also wenn man ein Update noch ein achtes dazu kommt, hat man hier noch Platz dafür und kann mit diesen Sachen, die man hier aufgebaut hat, ja, wie man es vielleicht auch in der 0:14 gemacht hat, mit so einem Kreisel um die Wissenschaftslabor rum, das denke ich mal relativ gut machen.
streite ich nicht ab. Aber ja, wenn man zu dem Punkt kommt, man möchte schneller Wissenschaft erforschen und bringt auch genug Flächen an, dass sich das hier staut, dann hat man ein Problem mit der Erweiterung. Weil man müsste jetzt, wenn man das zum Beispiel nach unten erweitert, das Ganze, ja, die ganzen Bänder abreißen und ja, dann die Forschungslabore hinbauen, die Bänder wieder hinbauen und dann hat man so viele Forschungsflächen im Inventar, die man dann hier reinhauen muss, kann, muss, will, wie auch immer. Also es ist nicht modular erweiterbar. Es sieht relativ schön aus, streite ich gar nicht ab, aber es ist nicht gerade erweiterungsfähig, so einfach. Also ich will ja immer so ein bisschen versuchen, einfach modular aufzubauen, das Ganze. Und das ist es in dem Fall nicht. Also es sieht schön aus, es funktioniert, gar keine Frage. Aber wenn man es erweitern will, hat man erstmal größere Umbauarbeiten vor sich. Ja. Und deswegen habe ich mir so mal ein neues Art ausgedacht, wie man das aufbauen kann. Und ja, wie man es trotzdem modular erweitern kann. So, und dazu schiebe ich das Ganze mal hier rüber. Zack. So, wie man sieht, ist das jetzt hier ein bisschen anders angeordnet. Hier, das muss ich mal ein bisschen so verteilen. Ah, hier habe ich einen Fehler gemacht. Okay. Sei jetzt mal dahingestellt. So, aber man sieht, worum es geht. Das ist erstmal das Faktische. So, und zwar, hier sieht man wieder Forschungslabore, die Fließbänder. Also hier, die nehme ich mal so weg. Schieb die nochmal hier rein. Das war so ein kleiner Knickarmfehl. So. Genauso wie hier. Meine Güte, so, jetzt. Wie man sieht, ist das hier kein Kreisel, sondern die stauen sich hier unten, wenn genug angeliefert wird und die nicht schnell genug die Sachen wegreifen. Der Vorteil hier bei diesem Aufbau ist folgender. Man kann, wenn man, ich gehe immer davon aus, dass man genug Platz hat, weil im Prinzip ist die Map unendlich und man hat in dem Sinne genug Platz. Kann man die ganze Sache nach unten erweitern? Wenn es sich hier staut und genug Flächen hinterherkommen, kann man nach unten das Ganze erweitern, ohne jetzt irgendwas fließbandtechnisch abzureißen. Wenn man voraus schon gebaut hat und da genug Platz ist, ist das relativ easy erweiterbar, ohne dass man jetzt großartig umbauen muss. Wenn nach unten zum Beispiel ein See ist, und man jetzt nicht Lehmfell hat oder will den See abreißen oder so und hier ist halt Ende im Gelände. Dann kann man hier nach rechts erweitern. Weil hier gehen die ja noch weiter. Und hier, man kann ja mit den Trällern hier spielen und jeweils nächste Zeile ranbauen. Also man hat zwei Varianten, das modular zu erweitern, ohne dass man in Probleme kommt, hier irgendwas, was mit dem Forschungslabor zu tun hat, abzureißen. Also wie bei dem Kreisel, da muss man ja Fließbänder wegreißen, um das zu erweitern. Hier, ich nenne es gern Wissenschaftskrake, hat man eben bei der Krake zwei verschiedene Varianten, das Ganze zu erweitern. Für meinen, also wie ich baue und wie ich es auch recht effektiv finde, für mich, bevor man die Drohnen hat mit den aktiven Anbieterkisten, die ja, effektivste Variante des Forschungslaborcenters so aufzubauen. Ja, was gibt es da noch? Wo wir nämlich schon bei Drohnen sind, ist die Variante bei Drohnen, das so aufzubauen. Ich nenne es gerne Wissenschaftsblume. Ist ein bisschen platzsparender, fast vermutlich bald als das. Also so richtig ausprobiert habe ich das jetzt nicht. Aber wenn man genug Drohnen hat, kann man sich die Fließbänder sparen und hier einfach alles anfordern, was geht. Und das wird dann durch die Knickarme verteilt auf die Labore und da von der Blaupause und zack, 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 zack.
kann man das schön verteilen, irgendwo, wo Platz ist, wo die Drohnen halt gut hinfliegen. Und ja, für mich, wenn man die Drohnen hat und die aktiven Anbieterkisten, das ist die Grundvoraussetzung, ohne aktive Anforderungskisten macht das hier keinen Sinn. Deswegen würde auch ich momentan immer zuerst das hier auf. Und von daher gesehen, ja, sollte es das schon wieder sein. Also, es heißt nicht so, ich habe auch so einen Kommentar von Kumpel per WhatsApp gekriegt, dass ich hier euch irgendwas vorschreiben will. Überhaupt nicht. Also, das ist bloß Anreiz geben, wie ich es baue, will ich mal zeigen, wie ich es auch effektiv und praktisch finde. Also, ich, also, es heißt nicht, dass das die beste Variante ist. Um Gottes Willen, das will ich mir gar nicht rausnehmen. Wenn ihr natürlich noch gute Ideen habt, wie man das noch besser aufbauen könnte oder noch anders effektiv bauen kann, her damit. Schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine Save-Datei, wo das drin ist oder was auch immer. Kontaktiert mich gerne. Bin ja bei Twitter, Facebook, Skype, bin ich ja unterwegs. Da sollte es eine Möglichkeit geben, in Kontakt zu treten und dann können wir mal darüber quatschen und gegebenenfalls mache ich dann ein Update-Video und zeige das nochmal. Aber momentan ist das so für mich die Varianten, wie man ein Forschungslabor aufbauen kann. Wie es auch schön aussieht auf der einen Seite und auch effektiv ist. Und ja, ich gehe immer davon aus, dass man genug Platz hat. Also man erkämpft sich ja irgendwann Land frei und hat dann irgendwann genug Platz, das aufzubauen. Also warum jetzt platzsparende Dinge hier zeigen? Nee, ich gehe davon aus, man hat genug Platz. Wenn man natürlich nicht genug Platz hat, muss man gucken, wie man es baut. Aber das ist dann immer so Geschmackssache, wie jeder das aufbaut. Wenn man genug Platz hat, kann man das so bauen und dann läuft das Ding. Eigentlich einwandfrei und fehlerfrei. Und in dem Sinne würde ich sagen, gerne wieder Kommentare oder Like oder wenn ihr keine weitere Folge von der Faktorschule verpassen wollt von mir, gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten, ja, geht mein Vanilla-Let's Play ganz normal weiter. Und nebenbei hier und da, wenn ich Zeit finde, auch mal abends ein Livestream. Lief ja auch ziemlich gut und hat den Zuschauern auch soweit gefallen, wie ich Rückinfo bekommen habe. Von daher gesehen freue ich mich dann auch da, euch dann vielleicht zu sehen. Da könnt ihr mir natürlich dann auch in den Chat schreiben, hier, pass auf, Folge 2 deiner Factorio-Schule, das und das scheiße oder das und das gut. Und ich habe da noch die Idee. Gerne, gerne, her damit. Wenn ihr mir gerne schreiben ist, den nächsten werde ich dann auch, denke ich mal, ein paar Tage vorher ankündigen, den Livestream. Von daher gesehen, schaut da auch gerne mal rein und dann würde ich sagen, verabschiedet sich euer selbsternannter Professor Dr. Dr. Factorio Aprisus Prof. In dem Sinne, bis dann, euer Aprisus.